Was heißt? Hallo, hallöle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Odyssey im DLC das Vermächtnis der ersten Klinge. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade am anderen Ort, weil eigentlich stand ich ja zuletzt hier, ne? Und hätte da gewusst, aber ich habe mich gerade mal noch entschieden, ich will wissen, wer der Letzte ist hier. Und da hieß es ja, Festung am Berg Itome, südwestlich, Sumpfgebiet, Bucht des Hades. Und das einzige Sumpfgebiet, was ich finde, ist hier. Komm schon. Und deswegen versuche ich mal herauszufinden, ob ich hier jemanden sehe, finde. Weil was mich hier wundert, sind eigentlich die hier gerade. Mal gucken, mal so wieder so aus. Bin jetzt eigentlich auch nur hier, also ich sag mal so, ich bin hier geritten. Ihr habt ja gesehen, die Markierung, ne? Da, 50 Meter weiter. Ich bin eigentlich aber dann hier hingegangen, weil ich habe hier die Leute bluten sehen, ne? Und da habe ich gedacht, naja, wird irgendwo hier rumlaufen, aber scheinbar doch nicht. Und ich will unbedingt noch wissen, wer das ist. So, Gaspar, die Torwächterin befindet sich in der Schreckensschlucht im Messenien. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns ausmachen, sind die Lügen, die uns fesseln. Gaspar war als Sklavin geboren worden, so wie viele vor ihr. Die erste Zivilisation hatte die Menschheit geschaffen, um ihr zu dienen, doch sie waren keine Götter und nicht unfehlbar. Versehentlich hatten sie die Menschen zu sehr nach ihrem eigenen Antlitz erschaffen. Geschlecht, Ethnie, Nation. Auch dem Studium der ersten in Zivilisation wusste Gaspar, dass solche Unterscheidungsmerkmale hinfällig waren. Sie wusste, so wie ihre Schöpfer, war sie dazu bestimmt, über alles hinauszuwachsen. Jo. Dann machen wir das Ganze jetzt mal. Und dann gucke ich mal, wo die Dame sich jetzt befindet. Oh, 1500 Meter. In die Richtung. Da. Ja, zum Glück habe ich ja das vor nicht allzu langer Zeit mal hier entdeckt, beziehungsweise den Aussichtspunkt synchronisiert, ne? Weil oh, warte mal. In die Richtung. Meter. Ist hier irgendwo? Ist hier irgendwo eine Dings? Eine Höhle? Was sein? Wo ich da reinkomme? Hier nix. Was dem entspricht, sodass ich die Möglichkeit habe, dort weiter hinunter zu krabbeln. Guck mal, das wäre, als wenn hier so eine Art Platz ist, ne? Unglaublich. Ob hier so eine Art Höhle ist oder so. Deswegen krabbel ich gerade mal hier lang.
das aussieht. Bisschen nischt. Guck mal von hier. Schlucht. Findet die sich im... Hier. Okay. Machen wir das mal ein schnell. Schnell speichern. Bevor wir uns dann Elpidius zurückholen. Na du olle Megaziege, schließt da mitten im Weg, wa? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Glaub's nicht. Desynchronisiert? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier gerade. Na komm. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Oh Gott, jetzt kommt da noch einer. Jetzt geht's rund hier. Oh. Im zweiten Versuch.
So, schmeckt wie Hühnchen. Griechische Welt. Messenien. Lust auf Hühnchen? Man sagt, es gibt einen versteckten Stall im Tempel des Norns von Messene, der die Minen überblickt. Dort findest du mich einem Sack voll Futter. Ich bin ja für sowas immer zu haben, ne? Muss ich ja leider zugeben. Gucken wir nochmal hier. Alles durch. Befreien nochmal schnell die Gefangenen. Und habe alles geschafft. So. Messene. So, ja, versteckten Stall am Tempel im Norden von Messene, der die Mine überblickt. So. Messene. Adiana-Mine. Also ist gerade nochmal wieder zu lesen. Steckenfall. Am Tempel im Norden von Messene, der die Mine überblickt. Ja, das kann ja eigentlich nur gefühlt. Hier sein. Und hier irgendwo muss ein Stall sein. Ich mache mal eine Markierung. Dann mache ich erstmal gleich dann ihn hier. Tja, das war ein Vergnügen. So, und damit haben wir alles. Dann können wir nämlich noch schnell ins Inventar. Und dann habe ich nämlich auch jetzt die sogar etwas schlechter. Ist ja unglaublich. Das Einzige, was mir hier fehlt, ist das hier. Also mir fehlt irgendwie, habe ich das Gefühl, hier ein Helm beziehungsweise eben eine Kopfbedeckung, die dementsprechend ist. Quest abgeschlossen, Schatten aus dem Osten. Juhu. Wo bin ich eigentlich jetzt rausgekommen? Mal schnell gucken, sorry. Ach, irgendwo da, okay. Dann kann ich jetzt hier eine Schnellreise machen und da soll irgendwo ein Stall sein. Ja, sorry Leute, ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich, was jetzt mit Elpidios ist. Aber ich will das hier ganz kurz erledigen, wenn ich eh in der Ecke bin. So. Ich überlege gerade, irgendwo soll ein Stall. Sein, weil das ist ja hier schon die Mine. Dann wäre also am Fuße. Die Aussage war, am Fuße soll ein Stall sein. Wo. Was das hier haben. So, dann laufe ich jetzt doch nochmal hier hoch. Obwohl, wenn ich es jetzt nicht gleich finde. Was soll hier irgendwo am Stall? Haben nur noch keinen gesehen, ne? Mal gerade ganz kurz hier rüber gucken.
Nee. So, und dann haben wir ja eigentlich nur das da. Ah. Machen wir uns das Holz auch noch. Und wenn nicht, dann reise ich jetzt gleich zurück. Dann will ich endlich wissen, was hier mit ihm ist. Habe ich es gefunden. Ist es hier drin? Okay, gut. So, dann jetzt aber. Eine Schnellreise auf die Adrastea hin zur Insel und dann Feuer frei. Und ich hoffe mal echt, dass sie genauso gespannt hat wie ich. Guck mal, da ist sogar eine. Macht schneller! Hafen. Wir können, Kapitän! Halt durch. Halt einfach durch. Mein Sohn, mein wunderschönes Kind. Ich bin hier, Elpidie. Martha ist hier. Du hast über meinen Sohn gewacht? Jeden Tag, jede Nacht. Dafür hat er Morgus gesorgt. Danke. Weißt du, er hat den Appetit eines Spartiaten. Wem sagst du das? Martha hat dir so viele Geschichten zu erzählen. Und du hast deiner Martha auch einiges zu sagen, wie ich sehe. Wer bist du? Ich bin Dareios, Sohn des Königs von Persien, Artaxerxes. Artaxerxes? Kennst du meinen Vater? Wir trafen uns, aber das ist lange her. Er ist ein guter König und ein großartiger Vater. In Persien herrscht Frieden. Und Wohlstand. Er fehlt mir. Ein sicheres Persien. Das ist sein Vermächtnis. Also. Nur noch einen Moment. Wir müssen los. Was wirst du jetzt tun? Morgus hatte recht. Ich bin Feuer. Das nutze ich als Leuchtfeuer für den Orden. Wenn sie nach meiner Blutlinie suchen, wissen sie genau, wo sie mich finden können. Aber sie wissen nicht, wo...
Und was wirst du tun, Darius? Der Orden wurde zu einem Zweck erschaffen. Wenn ich unseren Feind verstehe, kann ich ihn ausmanövrieren. Ich beschütze den jungen Cassandra. Ich behüte Elpidius und alle, die sein Blut teilen. Wenn der Tag kommt, wenn er nach seiner Martha fragt, was soll ich ihm sagen? Sag ihm, dass er eine Martha und einen Pater hatte, die unglaubliche Leben führten, unglaubliche Dinge sahen. Und das nicht so unglaublich war wie er. Sein Lachen, sein Wesen, sein Anblick, wenn er in meinen Armen schlief. Sollte er sich eines Tages ungeliebt oder allein fühlen, dann sag ihm, so einen Tag gibt es nicht, weil er immer geliebt werden wird. Hast du gehört? Du wirst immer geliebt werden. Du wirst kämpfen und du wirst fallen. Es wird Zeiten geben, in denen du nicht glaubst, wieder aufstehen zu können. Du wirst liegen bleiben wollen. Aber du wirst aufstehen, Elpidie. Weil du stark bist. Weil unsere Blutlinie stark ist. Und weil wir immer wieder aufstehen. Du wirst fragen, wieso. Auch wenn du mich nie kennen wirst. Wisse dies. Du bist mein Sohn und ich werde immer für dich kämpfen. Für dich und für alle, die nach dir kommen. Amorgis ist erledigt und ich habe sein Schwert. Doch es ist nutzlos, zerbrochen und aus einem seltsamen Metall. Ich sollte einen Schmied aufsuchen. Wow, Leute. What the heck? Ist das geil oder ist das geil? Es ist doch geil, Leute. Ihr könnt mir doch sagen, was ihr wollt. So. Und damit haben wir den Bezug wieder zu Assassin's Creed Origins. Und das Schöne ist, ich habe dieses Game noch damals mal angefangen, aber noch nicht, eigentlich nur ein paar Stunden und dann aufgehört. Und das Schöne ist, das wird als nächstes kommen. Ich freue mich tierisch drauf, denn jetzt umso mehr will ich wissen, wie diese Verbindung von denen wieder hierher ist. Kind ist in Sicherheit. Dein Vater auch. Nur dich konnte ich. Ich konnte mich nie richtig von dir verabschieden. Ich möchte dir gern ein paar Dinge bringen. Dieses Mal komme ich zurück.
scheinbar mehr Quests verfolgen. Wie viel ist denn hier noch? Es gibt noch mehr zu holen. Ich komme wieder. Sprich mit einem Schmied am Oikos der Olympioniken in Focus. So. Dann würde ich mal sagen... Was habe ich eigentlich mal hier fotografiert? Das, genau. Wir sollen jetzt erstmal nach Focus. Dann mucke ich das jetzt mal. Und dann dahin. Eieieiei. Und dann haben wir ja schon gesehen, die neue Quest hier mit mehr Wein da. Ein Schmied, der für den Umgang mit seltenen Metallen bekannt ist. Ich sollte mit dem Schwert dorthin. Das hast du richtig erkannt und auf dem Weg bin ich schon. So, einmal hier in Focus hin zum Schmied. Kopis oder Koffinos? Was brauchst du? Hast du so etwas schon einmal gesehen? Bei Zeus! Weißt du, was das ist? Kaputt? Es ist Adamant. Das Zeug ist unbezahlbar. Und ich muss dir wohl nicht sagen, dass ich der Einzige auf diesen Inseln bin, der weiß, wie man es richtig verarbeitet. Aber ich brauche mehr Adamant, um es zu reparieren. Viel mehr! Hilft dir das? Das Metall sieht ähnlich aus. Was zum... Wo bei Hades findest du all dieses Zeug? Nein, ich will es gar nicht wissen. Hier, sag nicht, dass du mehr brauchst, denn mir gehen die Leute aus denen ich es herausschneiden kann. In deinen Worten steckt sehr viel Leidenschaft, das spüre ich. Und ich bin sehr froh, dir sagen zu können, dass es reicht. Das Blut darauf macht sich übrigens sehr gut. Das hilft beim Abkühlen. Ich tue, was ich kann. Warte hier, es dauert nicht lange. So, das Schwert der Könige haben wir jetzt auch. Dann gehe ich hier auch nochmal schnell reingucken. Ich bin gar nicht richtig dazu gekommen. Attentatsschaden, Schäden für alle, Adrenalin, Nahkampfaufladetempo für alle Schäden, Kriegerschaden. Junge, 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 Junge. So. Was haben wir denn eigentlich bei den Quests? Da gibt es ja eh noch genug, aber... Wir haben jetzt drei Andenken, die ich für Natakas Tribut zu zollen habe, die ich finden muss. Und damit mache ich jetzt auch weiter, aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe mal bis hierhin, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Ich sage schon mal Dankeschön dafür. Schaut doch gerne bei meiner Livestreams rein. Und wie angeblendet könnt ihr euch gerne weitere Folgen oder auch die ganze Playlist angucken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, kann ich euch nur empfehlen. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.